Ich denke nicht, dass wir hier. Ja, hahaha, hoppala. Nö. Wir müssen wieder hoch. Ja, haha. Du kleine Petze! Servus zusammen, ein Lafti in Hogwarts. Folge 25 schon. Die Prüfung haben wir hinter uns gebracht. Und wie schaut's hier aus? Alles noch am Wachsen. Hey. Ah, Tränke. Ja, haben wir gar nicht mal so viel gebraucht. Auf jeden Fall haben wir noch 16 in der Tasche. So, dann schauen wir mal, was gehen wir als nächstes an. Okay, Tierwesen. Nee, noch nicht. Den hier. Wir haben nämlich noch irgendwo im verbotenen Wald jemanden zu retten. So, wo müssen wir hin? Hä? Was? Wir haben doch den einen hier. Ja. So, auf der Karte. Okay. Das ist das hier. Oh, dann nehmen wir Schnellreise dahin. Und vor allem, wir haben so viele Türen, die wir die ganze Zeit noch gar nicht aufmachen konnten. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ui, was ist hier? Oh, Moment, Moment. Komm her. Ha, ein Buch. So, laufen wir auch richtig? Jawohl. Schaut so aus. Lumos. Mit dem Ding. Au! Ja, genau. Haha. Lumos. Nee, mach mal Lumos hier aus. Wo hab ich denn meine schlaue... Da habe ich meinen schlauen Ausdruck, damit ich ganz genau weiß, für welches Symbol denn was steht. So. Okay, wir haben hier einmal... Ja. Welches Tierchen ist denn... Okay. Dann haben wir hier das. So. Wir haben die 11... Die 5, die 1 runter. Das heißt, wir brauchen Position 5. Und die rollen wir wo? Wo ist denn das andere Teil zum Rollen? Hä? Wir müssen doch das Doppelfragezeichen noch rollen. Hä, wo ist denn das? Bin ich blind? Machen wir erstmal das. Okay, die Feuerschale geht deswegen auch nicht auf. Hä? Komm, trink! Okay, das ist wahrscheinlich keine Feuerschale. Was haben wir hier? Rebellion. Ist das nächste Teil vielleicht dahinter?
Also das eine zum Einstellen ist da, aber uns fehlt das zweite Fragezeichen. Okay, das ist jetzt natürlich... Rebellion. Was? Wo bin ich denn jetzt rein? Ich wollte eigentlich das Ding einsammeln. Ey, nee, da wollte ich doch gar nicht rein. Fängt ja schon mal wieder gut an. Fängt ja mal wieder richtig gut an. Ja, mei, so hell, gell? So, nochmal. Nein, ich will nicht betreten. Ich will dieses Ding da einsammeln. Ja, genau. So. Und hier wird doch irgendwo... das Doppelfragezeichen noch sein. Aber hier wäre es ja zu weit weg. Das ist 100 pro dahinter in dem einen Ding eingeschlossen. Weil bis jetzt eigentlich immer alles relativ nah dran... Wer bist denn jetzt, du? Du weißt du, wo das andere Teil da ist, gell? Du bringst mir das bei. Das Schlösserknacken. Und nur dann. Hallo nochmal, Mr. Moon. Oh, ich hatte gehofft, Sie wiederzusehen. Gladwin Moon, Hausmeister von Hogwarts, zu Ihren Diensten. Zuerst möchte ich mich entschuldigen, dass ich bei unserem letzten Treffen leicht außer mir wirkte. Ja, du warst besuchen. Ich hatte eine ziemlich beunruhigende Begegnung. Obwohl ich hörte, dass Ihr Besuch in Hogsmeade noch ereignisreicher war als meiner. Man kann es wohl ereignisreich nennen. Ich hatte keinen Trollangriff erwartet. Natürlich nicht. Und soweit ich weiß, hatte das Dorf Glück, dass sie da waren. Eigentlich hatte ich gehofft, sie bei meinem jüngsten Besuch in Hogsmeade zu treffen. Ich könnte ihre Hilfe bei etwas gebrauchen. Sehen Sie die seltsame Statue dort drüben? Schauen Sie, was passiert, wenn das Licht vom Tag zur Nacht wechselt. Ey, mit der Zeit darf man nicht rumspielen, gell? Das gibt Ärger. Das hat Dumbledore schon immer gesagt. Okay. So. Können Sie mir vielleicht einen Moment helfen und den Mond von der Statue entfernen? Seltsame kleine Vorrichtungen, nicht? Scheinbar verschwindet die Statue, sobald der Mond entfernt wird. Was übrigens nur bei Nacht funktioniert. Warum behalten Sie diesen nicht erstmal und ich erkläre Ihnen unterwegs mehr? Seit jenem schicksalhaften Tag im Dorf sind diese merkwürdigen Statuen überall im Schloss aufgetaucht. Einige von ihnen sind sogar in Hogsmeade verstreut. Offenbar versucht jemand, mich zu quälen. An jenem Tag in Hogsmeade bog ich um eine Ecke und sah mich einem Irrwicht gegenüber. Einem Gestaltwandler, wenn man so will. Er nimmt die Gestalt dessen an, was einem am meisten Angst macht. Dieser hat die Form eines Demiguys. Ein Demiguys? Ja, eine furchterregende Kreatur, die in die Zukunft sehen kann. Nervenaufreibend. Als junger Mann in Korea bin ich einem begegnet. Eine schreckliche Erfahrung. Diese Statuen sind Demiguys. Die Monde sind vermutlich eine unkreative Anspielung auf meinen Namen. Ein paar Halunken fanden mit einem Irrwicht meine größte Angst heraus und nutzen sie nun gegen mich. Ich habe schon einen Verdacht, welche Schurken dafür verantwortlich sind. Konfrinko! Ich hoffe, sie machen einen Fehler und geben sich zu erkennen, wenn die Statuen verschwinden. Ja. Deshalb brauche ich ihre Hilfe beim Entfernen der Statuen. Kein Problem. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens haben sie sich durch ihre Heldentaten gegen die Trolle in Hogsmeade den Ruf erworben, furchtlos zu sein.
Zweitens, so makaber und abscheulich ein Demiguys auch ist, die meisten finden meine Angst unbegründet. Sie aber haben ihre Wirkung auf mich gesehen. Ich bin einfach mit meinem Latein am Ende. Ich kann mich einfach nicht in ihre Nähe begeben. Ich weiß sogar von zwei Statuen, die sich hier im Lehrerturm befinden. Vielleicht könnten Sie sie entfernen, damit ich meinen abendlichen Pflichten nachgehen kann. Ich helfe gern. Ich helfe ihm gerne, Mr. Moon. Oh, ich wusste doch, auf Sie ist Verlass. Erstens wissen Sie, wie man einen Desillusionierungszauber wirkt, richtig? Tun Sie das, bevor Sie nachts durch den Turm spazieren. Als nächstes stellen Sie fest, dass die Tür verschlossen ist. Wie kommen Sie rein? Mit Allohumora. Und die Ausgangssperre? Ausgangssperre? Mumpitz, Sie sind ein bisschen wie ich früher. Die Schule lag mir zu Füßen. Und das habe ich auch. Und dann bist du Hausmeister geworden. Man hat mich dafür geliebt. Ach, das waren noch Zeiten. Die eine Statue finden Sie im Badezimmer der Vertrauensschüler und die andere im Krankenflügel. Viel Glück und danke. Naja, dann lernen wir den doch jetzt erstmal. Und Katsching. So, den setzen wir uns erst einmal. Ach, der ist auf Shortcut. Allohomora. Ja, dann. Was? Was? Hey, wofür lerne ich den Zauber, wenn ich dann hier irgendwas anderes machen muss? Hä, was? Hey, das ist Schlossknacken und nichts anderes. Hä? Muss man das kapieren? Okay. Wir lesen mal. Um die Funken zu bewegen. Scheiben zu drehen, bis beide dazugehörigen Zahnräder aktiviert sind. Ja. Und wie erkenne ich das? Also irgendwie... Hä? Okay, jetzt hat es rechts unten irgendwas gemacht. Wofür lernen wir diesen Zauber, wenn wir ihn dann im Endeffekt wie bei... einem Assassin's Creed oder sonst was Schlossknacken dann anwenden müssen. Und ich irgendwie keinerlei Ahnung habe, was das da bewirken soll. Das macht ja irgendwie auch nichts. Ich blick's halt wirklich überhaupt nicht. Okay, nochmal zurück. Nochmal auf Anfang. Allohomora. Was macht's denn jetzt?
Okay. Hä? Was zum Teufel sollen wir denn da machen? Wo ist denn der Sinn dahinter? Okay. Ich blick das halt wirklich absolut null. Und mit der Erklärung, die da geliefert wurde, macht's das jetzt auch nicht besser. Also wenn wir einmal grün drehen, dann schnappt unten rechts das Grüne. Aber das erkenne ich irgendwie... Ja, nichts, was irgendwie einen Sinn gibt. Was ist das denn für ein Mist? So, kriegen wir das jetzt wieder, dass die Inneren sich auch bewegen? Also da war ja das Computerhacken von Assassin's Creed wesentlich einfacher. Aber das hier, das ergibt irgendwie überhaupt keinen Sinn. So, das alles hier hin? Nee. Okay, jetzt bewegen die sich. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass die sich bewegt haben, aber sie bewegen sich. So. Das macht so gar keinen Sinn. Sehr gut. Oh. Sie sind drin. Denken Sie dran. Mit dem Desillusionierungszauber wird Sie niemand sehen. Dies ist schließlich ein verbotener Bereich des Schlosses. Nicht Taschenlampe. Wieso verbotener Bereich, wenn ich krank bin? Och nö. Nö, nicht gleich das nächste schon wieder. Och, hallo, Gomorra. Okay. Gut, ich kapiere den Sinn und Zweck zwar null, aber ich habe jetzt rausgefunden, wie man das irgendwie macht. So, was haben wir hier? Irgendeinen Brief. Braucht man nicht. Das hier brauchen wir. Haben wir hier noch mehr? Okay. Ist das schon der Krankenflügel? Ich will da auch krank sein. Okay, da haben wir noch mal was. Oh, okay, was haben wir hier? Oh, Professor Fick.
Ja, okay. Nichts Wichtiges. Ja, genau. Stufe 2 Schloss. War ja klar. Als ob wir danach hier nochmal großmächtig reingehen, was? Wo haben wir hier oben Autoritätspersonen? Gibt's hier Wachen? Was haben wir hier? Erinnerung des Kollegiums. Können wir den jetzt nicht einfach grillen oder so? Ja, geh mal dahin gucken. Ja, Stufe 2. Hallo, Homura. Ja, und das hört er natürlich, wenn er nebendran steht, nicht, gell? Mist. So, jetzt hat. Warum gibt's diesen Zauber, wenn wir noch was mechanisch machen müssen? Das soll doch mal jemand verstehen. Und warum haben wir so viele Briefe, die wir hier finden? Oh, ein Topf voller Gold. Okay, bei unserem Glück kommen wir jetzt dann nicht mehr raus, oder? Okay, der kümmert sich jetzt gerade darum. Ja, so ein Avada Kedavra, der würde da schon jetzt helfen. Wie läuft es mit deinen Klassen dieses Jahr? Nicht gut, würde ich sagen. Oh, ach ja? Ach, wir ziehen eine Generation verweichlichter Umhangflatterer heran, die Akonitum nicht von Avodin unterscheiden können. Nun ja, es ist ja noch früh. Vielleicht bessern sie sich. Guck woanders dahin. Och ja. Nee, da ist der nächste schon wieder. Kann ich dich auch treffen? Komm, geh da mal weg. Das Badezimmer der Vertrauensschüler. Hallo, Homura. Und? Ja. Das macht so keinen Sinn. Also einfach drehen, bis das Zeug anfängt, hin und her zu
zu wackeln fertig. Aha. Keine Angst vor Koboldrevolten. Meine Noten bei Professor Hackert sind spitze. Ich glaube, das ist nicht der Zweck des Fachs. Stimmt. Warum lässt du die Kobolde nicht in Ruhe, du Troll? So sprichst du mit einer Vertrauensschülerin? Ich bin auch Vertrauensschülerin. Das reicht. 50 Hauspunkte. Das kannst du doch gar nicht. Revelio. Wie es... Oh, 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 oh. Ich wollte gerade sagen, wehe, du kommst in meine Richtung. So, verstecken. Was haben wir denn da vorne noch? Ja, genau, geh mal raus hier. Haben wir hier noch was? Nö. Ja, okay, eine Myrte. Gibt's eine Myrte eigentlich schon? Alohomora. Och, nö. Das wäre jetzt eine interessante Frage. Wann ist denn Myrte eigentlich gestorben? Haben wir die hier schon drin? Haben wir die noch nicht drin? So, wehe, da ist nichts Gescheites drin. Na, super. Wobei, wenn der mit dem Rücken zu mir steht, dann können wir weiter hoch. Ja, wo kommst du denn her? Ha, können die mir nicht einfach so Zugang gewähren? Ich denke nicht, dass wir hier... Ja, hahaha, hoppala. Nö. Wir müssen wieder hoch. Ja, haha. Du hackst eindeutig was aus. Du kleine Petze! Erwischt. Och nö, nicht von ganz unten. Ey, jetzt komm. Hier haben wir alles gelootet, gell? Nicht, dass das jetzt... Ja, ist gelootet. Okay, okay. Also, wir lernen auf jeden Fall, Vertrauensschüler sind schlicht und ergreifend VIPs. Weil sonst dürften sie hier drin nicht wohnen. Seid ihr hier immer noch am Tratschen? Nö, hat sich ausgetratscht. Ja, Stufe 3, übertreibt's halt. Moment. Revelio. Schön im Stealth bleiben, mein Kleiner. So. Hammer, konnte man... Hätte man... Die kann man doch auch versteinern, oder wie war das?
Komm. Lass mich da hoch. Ja, pst. Okay, das ist der Krankenflügel. Im Moment nicht, nein. Aber es gibt genug andere Gefahren, die Sie zu mir bringen könnten. Nun, ich sollte vielleicht meine Aufsicht beginnen. Nicht mich sehen. Wer trampelt was fällt Ihnen ein, meine Patienten zu stören? Och. Und auf ein neues. Schleichen ist genauso wie Rätsel jetzt nicht unbedingt bei mir voll durchgeskillt. Und ja, wir haben ja nicht mal Skills ins Schleichen reingepackt. So. An dem kommen wir vorbei. So, hier sind auch keine. Gut. Dann gehen wir hoch. Oh Mann, oh Mann. Komm, geh mal da hinten in die Ecke. Es ist ja jetzt nicht so, als ob sie auch sehen, woher denn das oder die Magie vom Zauberstab kommt. Also wenn wir die... Als hatte ich große Hoffnung auf Hufflepuff. Ich wollte endlich die Quidditch-Regeln lernen. Ach komm. Ein majestätischer Sport. Er umfasst das ganze Menschsein. Oh Mann, als ob sich die Professoren davon ablenken lassen würden. Ach, jetzt komm. Also jetzt ist... Haben wir einen mutigen Schüler, der sich der Bedrohung... Lumos! Nee. Das ist so... Aber wenn die sich doch unterhalten... Könnte man versuchen, einfach mal schnell durchzuflitzen. Das wäre... Könnte man probieren. Ja, komm, geh gucken. Okay, haben wir mal hiermit eingesammelt. Ich wollte auf Hufflepuff setzen. Hufflepuff? Nicht Ravenclaw? Ich kann eine vielversprechende Wette erkennen. Fuck you! Ach komm, als ob die das nicht mitbekommen, hey. Ernsthaft. Nie im Leben würden... Also, okay.
Die Düngersaufende vielleicht schon. Aber die andere, nein. Never. So, wer bist denn du? Okay. Ey, wo seid ihr jetzt hin? Revelio. So. An das Schloss. Nee, an das kommen wir nicht ran. Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ja. So, hier ist auch niemand. Der guckt jedenfalls in die andere Richtung. Dann kommen wir hier jetzt, denke ich mal, recht gut durch. Ey, die ist buggy. Das zählt nicht. Wo geht die denn spazieren? Oh. Komm, geh um die Ecke rum. Revelio. Mit Juwelen bedeckter Schildkrötenpanzer? Ja, würde ich so auch einkaufen. Komm, geh mal da hinten in die Ecke. Ab in die Ecke. Futter mal noch ein paar von denen. Wir haben ja schon mal Glück, dass die Bilder nicht das Petzen anfangen. So. Und raus hier. Lumos. Ha. Hallo, erledigt. Ich habe die Monde, die ich sammeln sollte. Sie sind so furchtlos, wie ich gehofft hatte. Ein ausgezeichneter Beginn. Wenn wir noch mehr sammeln, könnten wir Hinweise darauf erhalten, wer hinter all dem steckt. Natürlich habe ich zuerst Peeves verdächtigt. Er hat den letzten Hausmeister Rancorous Carp mit seinen unerträglichen Possen in den Vorruhestand getrieben. Aber das erklärt noch nicht den Irrwicht in Hogsmeade, oder? Nein. Ich bin entschlossen, mit Ihrer Hilfe die Identität meines Peinigers herauszufinden. Ja, so leicht schizophren. Also jedenfalls ein kleines bisschen. Ja, so nebenbei. Das klingt spannend. Ich würde Ihnen gerne helfen, dieses Rätsel zu lösen. Sie sind ausgesprochen freundlich und gebildet. Und ich kann Ihnen im Gegenzug für Ihre Hilfe auch etwas anbieten. Aha, denken was? Sie daran, dass die Monde nur nachts zu holen sind. Deshalb rate ich, wenn nötig, Desillusionierung zu benutzen. Oh, wie viele Statuen? Wie viele Statuen gibt es denn? Ich weiß nicht genau, aber ich habe Dutzende entdeckt. Ich scheine sie überall zu sehen. Sie wissen, was zu tun ist, wenn wir ihre Bedeutung entschlüsseln wollen. Ja, sammeln. Ah, genau, was bekomme ich denn? Sie erwähnen eine Gegenleistung für meine Hilfe. Das stimmt. Sobald Sie mir genug Monde gebracht haben, zeige ich Ihnen sogar noch stärkere Versionen von Alohomora. Es gibt nämlich kompliziertere Schlösser als das im Lehrerturm. Das ist ja mies. Ach, komm. Gut. Ich halte die Augen offen. Das wäre nett. So, aber... Ich wusste, dass ich mich an Sie wenden kann. Ja, komm, Pappen zu jetzt. Da ich es ja ein paar Mal verkackt habe und ein paar Anläufe gebraucht habe,
ist die Folge jetzt sowieso schon etwas länger geworden als geplant. Von daher kommt jetzt direkt ein Cut. Ihr kennt es ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn noch nicht passiert, auch gerne ein Abo. Und wir sehen uns dann zu dem nächsten Teil oder zu einem anderen Video bei mir auf dem Kanal. Bis dahin, Servus!